komme eigentlich nur kurz ans Mikrofon, um die erste Rede vorzustellen. Und zwar wird die Philipp Schwarz halten für Aktivismus für Tierrechte. Wir sind heute in Thun. Hier, wo die schweizerische Jägerbrut sich alljährlich versammelt, um gemeinsam sich an den wehrlosen, getöteten, fühlenden Lebewesen zu ergötzen und darüber zu fachsimpeln, wie sie auch für die nächste Saison die Menschen hinters Licht führen können, um ihr blutiges Hobby zu rechtfertigen. In diesem Augenblick wird aus einem Tier, das leben wollte, ein Produkt. Alle denken da nur noch an das Geld und keiner an das Tier. Doch wir alle hier, wir sind hier und wir stehen hier und wir denken an sie. Denn das blutige und grausame Geschäft mit dem Pelz ist auch jetzt im vollen Gange. Ob hier in Thun oder anderswo auf Pelzfarmen oder im Wald. Und überall ist Pelz untragbar. Rund 140.000 Schweizer Wildtiere fallen jedes Jahr den Jägern zum Opfer. Dazu gehören Hirsche, Wildschweine, Füchse, Hasen, aber auch Hunde und Katzen sind vor den Jägern nicht sicher. Verbreiten wir den Gedanken von Liebe, von Akzeptanz und von Respekt, nicht nur auf unsere Mitmenschen, sondern auf alle Mitbewohner unseres Planeten. Nutzen wir unsere Gabe zu Empathie und zu rationalem Denken und schaffen wir ein friedliches Zusammenleben, ohne Angst, ohne Mord und ohne Jagd. Dankeschön. Und jetzt sind wir gleich beim PKZ, der immer noch Pelz verkauft. Der Pelzhandel gehört! Abgeschafft! In Kanada, wo die ganzen Kojotenfälle herkommen, die auch PKZ oder Canada Goose verkaufen, müssen die Jägerinnen erst alle 1 bis 3 Tage ihre Fallen kontrollieren. Stellt ihr vor, du wärst 1 bis 3 Tage lang mit einer zerschmetterten Pfote eingesperrt. One! Struggle! One! Fight! Human freedom! Animal rights! Schluss mit dem Profit! Erfassen der Tiere! Schluss mit dem Profit! Erfassen der Tiere! So, jetzt sind wir bei dem Expo-Gelände und wie vorhin schon angesprochen, gibt es jetzt eine Die-In-Aktion. 3, 2, 1... Dein! Dein! Für den Profit, umgebracht, führende Wesen zu beichten hat. Für den Profit, umgebracht, führende Wesen zu beichten hat. Liebe Jägerin, lieber Jäger, ich möchte ein paar persönliche Worte an euch richten. Wir stehen heute hier, weil wir diejenigen sein wollen, die mit ihrer Stimme und ihrer Präsenz für die Weh- und Stimmlosen einstehen. Und dadurch haben wir die Hoffnung, unsere Sensibilität und unsere Menschlichkeit zu bewahren. Wir sehen mehr Wünsche für das Reh, für den Hirsch, für den Fuchs, für das Gämschi, den Steinbock, für die Wildsau, die Katz, für dich und für mich ist das. Ein Leben in Würde. Ein Leben in Freiheit, ein Leben in guter Gesellschaft, ein Leben voll Glück. Und irgendwann, nach manchem Jahr, dass wir auf eine natürliche Art und in Ruhe dürfen gehen. Schluss mit dem Profit! Abpassen der Tiere! Blut! Blut an eure Hände! Blut! Blut! Blut an euren Händen! Blut! Blut! Blut an euren Händen! Jagd verursacht Schmerz, Leid und Tod. Wir haben kein Recht, uns einzumischen. Deswegen gehört die Jagd endgültig abgeschafft.